Der Werbemonitor ist heute zu Gast bei einem der profiliertesten und anerkanntesten Experten aus dem österreichischen Spitzensport, Professor Heinrich Bergmüller. Er setzt seit über 25 Jahren wesentliche Akzente in der Sportwelt und betreut Ausnahmeathleten wie Hermann Mayer. Wir haben den Profi heute gefragt, welche Rolle Bewegung und Gesundheit im betrieblichen Alltag einnehmen. Schlanker, schöner, beweglicher und leistungsfähiger. Aber was bedeutet Leistungsfähigkeit wirklich und welche Mythen existieren hierum? Es gibt einige Mythen. Wenn ich mit meinem Partner laufe und ich kann sprechen während dem Laufen, dann bewege ich mich im richtigen Bereich, im sogenannten Fettstoffwechsel. Das ist natürlich ein Märchen. Ja. Ich meine, ein großer Prozentsatz derer, die laufen, können im richtigen Bereich gar nicht laufen. Wir haben vor Jahren, wie wir das Buch Fit in 100 Tagen geschrieben haben, in der Wiener, in der Prater Hauptallee Laktatuntersuchungen gemacht und haben die Leute auch befragt, subjektiv, was sie für Gefühl haben, wie sie laufen. Da sind die meisten mit dreifach zu hohem Laktat dahergekommen. Wenn man hernimmt und sagt, das hochgepriesene Aerobic, was ja bei den Damen so beliebt ist, ja, sich auszubauen, das müsste man als Anaerobic bezeichnen, weil das ist Hochlaktazid, ja, und macht die Grundlagenausdauer kaputt. Es ist klar, dass man kurzfristig einen höheren Energieverbrauch hat, mehr schwitzt, ja, aber man macht seine Grundlagenausdauer kaputt, schädigt diese. Ja. So gibt es viele Beispiele, auch wenn man sagt, ein kurzes Training, ein intensives Training bringt mehr als ein langes, moderates Training. Es ist auch ein Mythos, ja, weil man muss immer, wenn es um Sport geht und wenn es um Bewegung geht, vor allen Dingen auch für Menschen, die im Arbeitsprozess stehen. Es geht um richtiges Training, es geht um die Zeit, die man einsetzt, muss effizient sein und muss der Leistungsfähigkeit was Positives abgewinnen und vor allen Dingen auch der Gesundheit. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ja. Für mich ist wichtig, dass die Kreativität, Psychologie und Psyche wichtige Säulen sind für unser Tun und Arbeiten in der Branche. Und ich denke mir, jeder Werber sollte sich das einmal verinnerlichen und einmal anschauen, wie geht es ihm denn wirklich mit seinem Tun und Arbeiten.